Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Global Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edgeworth, sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunpfahl hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Ja. Was vor 5 Jahren passiert ist. Ist erneut passiert. Herr Wright, fahren Sie fort. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. Frau Diva Kess begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagen Studio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herr Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer, Herr Hammer. Er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Damals vor 5 Jahren. Genauso war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Hoho, wie einfallsreich, Herr Wright. Einen Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Herr Wright, nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum wurde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters. Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis ins Studio 1 geschleppt und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt? Und das alles in der 15-minütigen Pause? Wie hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten, von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio 1 schleppen und in sein Kostüm stecken können? Dafür reichte die Zeit nicht. In der Tat. Nun, Herr Wright, wie hätte sie das mit der Leiche anstellen können? Ja, wie hätte sie das mit der Leiche anstellen können? Sie konnte sie nicht bewegen, sie konnte sie bewegen. Oh, ich glaube, sie fand einen anderen Weg. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme... Okay, jetzt war eine böse Pause. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hätte, die Leiche zu bewegen... Hatte, nicht hätte, ich kann... Blub, 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 blub. Moment, ich muss kurz mal meinen blub, blub, blub irgendwie aus meinem blub, blub, blub Mund bekommen. So, jetzt können wir auf wieder vorlesen. Zum Beispiel... Was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr Wright, zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Ja, Transport, das klingt doch irgendwie voll vanmäßig. Frau Vaquez, Sie schafften die Leiche zu Studio 1. Und Sie benutzen dazu den Studio-Van. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage. Anschließend sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Sal, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bat Sal, mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zu Studio 1 zu schaffen. Noch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Moment mal, Wright. Vergessen Sie nicht, dass Salmonella den Van gefahren hat. Wollen Sie unterstellen, dass Herr Manella Ihr Komplize war? Natürlich. Ja, das klingt irgendwie logisch. Natürlich muss Salmonella Ihr Komplize gewesen sein. Die Leiche musste in den Van gebracht und in das Kostüm gesteckt werden. Frau Vaquez hätte das niemals alleine geschafft. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie das Kostüm vom Steel Samurai loswerden mussten. Das war nötig.
denn es war mit Herrn Hammers Blut bedeckt. Wahrscheinlich haben Sie es in der Verbrennungsanlage verbrannt. Nun, Frau Vaquez, soll ich fortfahren? Nicht nötig. Sie sind gewiefter, als Sie aussehen, Herr Wright. Ich habe verloren. Sie haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. Ich habe gewonnen? Okay. Nun, was passiert als nächstes? Hey, lassen Sie die... haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was wollen Sie denn von mir hören? Hä? Ich habe verloren? Sowas in der Art. Habe ich doch gerade gesagt. Moment, Sie wollen also sagen, die Vaquez, Sie waren es also? Sie haben Jack Hammer umgebracht. Betretenes Schweigen. Wer weiß? Hä? Sind Sie sich sicher, dass ich es war? Herr Wright, wir sind mitten in einem geistigen Kräftemessen. Mit dem Ergebnis, dass Sie bewiesen haben, dass ich Hammer getötet haben könnte. Genau. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das auch zu beweisen, ist was ganz anderes. Ihnen fehlt der entscheidende Beweis, Herr Wright. Was? Ruhe! Herr Edgeworth, was meinen Sie? Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Gewiss ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es war, aber der Beweis fehlt. Edgeworth ist sich nicht sicher. Nun, ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Was mache ich jetzt? Sie waren es, Vaquez, sagen Sie es nochmal aus. Keine weiteren Fragen, Sie sollen nochmal aussagen. Wir brauchen Widersprecher. Ich möchte, dass Sie nochmal aussagen. Nochmal aussagen? Man muss wissen, wann man aufgeben muss, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Selbst wenn ich nochmal aussagen würde, wozu denn? Ich kann nur das sagen, was ich bereits zuvor gesagt habe. Die Wahrheit, Herr Wright. Ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist. Was würde passieren, wenn ich das wiederhole? Sie würden dieselben Fragen stellen und dieselben Antworten bekommen. Reine Zeitverschwendung. Mist. Mist! So weit zu kommen, um dann doch zu versagen. Offenbar gibt es keine weiteren Fragen. Ich würde das Kreuzverhör der Zeugin Frau Vaquez gern beenden. Nun, Herr Edgeworth? Ich hatte gehofft, dass mir während des Einspruchs eine Frage einfällt, Euer Ehren. Aber das war leider nicht der Fall. Verstehe. Nun gut. Euer Ehren, ich verlange, dass die Zeugin nochmal aussagt. Sie sind der Ankläger, nicht wahr? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich bin doch Ihre Zeugin. Ich möchte einfach nochmal Ihre Aussage hören. Erscheint Ihnen das sinnvoll, Euer Ehren? Ich glaube, dass es uns nichts bringt, die letzten Minuten zu wiederholen. Herr Edgeworth, auch ich sehe wenig Sinn darin, wenn Frau Vaquez alles nochmal wiederholt. Worüber genau sollte sie denn nochmal aussagen? Nun, ja. In der Tat, wahrlich, ich sage folglich. Ich möchte hören, was passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Nachdem die Leiche gefunden wurde? Nun gut. Die Zeugin wird vor dem Gericht in dieser Sache aussagen. Nick, warum hat Edgeworth...
Wer weiß. Wahrscheinlich hat er auch erkannt, dass sie es war. Aber... War es nicht er, der gesagt hat, dass er immer einen Schuldspruch erwirkt? Nach allem, was... Edgeworth. Zeugenaussage. Nach dem Fund der Leiche. Ich war mit Sal und Oldbeck, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Die Assistentin war auch da. Nur Powers war nicht dabei. Ich rief sofort die Polizei. Dann tauchte Powers auf. Die Wachfrau, Oldbeck, war sehr aufgebracht. Sie zeigte auf VP und schrie, er war's. Ich bat darum, mich aus den Ermittlungen rauszuhalten. Ich ging zum Wohnwagen zurück, um das Skript und die Regieanweisungen zu holen. Dann ging ich nach Hause. Ich denke, diese Aussage hat nichts Neues hervorgebracht. Herr Wright, Ihr Kreuzverhör. Okay, Nick, wir sind nahe dran. Richtig nah. Sie wird jetzt wohl eine auf hart machen. Aber wenn du ihr ordentlich zusetzt, wird sie sich sicher verhaspeln. Finde den Schlüssel und bringe die Wahrheit aus hier raus, Nick. Genau. Kreuzverhör nach dem Fund der Leiche. Ich war mit Sal und Oldbeck, der Wachfrau, zusammen, als wir die Leiche fanden. Um wie viel Uhr war das? Wir wollten uns um 17 Uhr zur Probe treffen. Es muss also in etwa zu dieser Zeit gewesen sein. Wann genau kamen Herr Manella und Sie im Studio an? Ungefähr 10 Minuten zuvor. Ich habe allerdings keine Leichen in Kostüm gesteckt. Härter greifen. Wo waren die anderen Mitarbeiter, als Sie zum Studio kamen? Sie waren noch nicht da. Nun? Dann hätten Sie Hammer mit Salmonellas Hilfe in das Kostüm stecken können. Ach ja? Was habe ich denn gerade gesagt? Habe ich nicht eben gesagt, ich habe allerdings keine Leichen in Kostüme gesteckt? Sie sollten versuchen, den Leuten zuzuhören, die mit Ihnen sprechen, Junge. Junge? Die Zeugin wird ihre Aussage fortsetzen. Die Assistentin war auch da, nur Powers war nicht dabei. Herr Powers hat ein Nickerchen gemacht, stimmt's? Das sagt er. Ist niemand zu ihm gegangen, um ihn zu holen? Erinnern Sie sich. Erinnern Sie sich woran? Direkt vor uns lag eine Leiche. Und Sie erwarten, dass ich die Ruhe bewahre? Als ich Sie des Mordes bezichtigt habe, waren Sie dafür erstaunlich ruhig. Momentchen mal, müsste das nicht andersrum sein? Andersrum? Sie entdeckten eine ermordete Person und eine weitere Person fehlte, oder? Würde man da nicht normalerweise zuerst nach der fehlenden Person suchen? Da muss ich der Verteidigung recht geben. Nun, Frau Vaquez? Logischerweise, ja, vielleicht. Aber niemand dort dachte besonders logisch, das kann ich Ihnen versichern. Außerdem, ohne das Steel Samurai-Kostüm sticht Powers nicht besonders hervor. Wir haben ihn bei Dreharbeiten oft im Bus vergessen. Keinem fiel auf, dass er fehlte. Armer Powers. Nun, damit dürfte das geklärt sein. Nun gut, Frau Vaquez, Sie dürfen fortfahren. Ich rief sofort die Polizei. Dann tauchte Powers auf. Was machten all die anderen zu diesem Zeitpunkt? Keiner sagte etwas. Es war still. Absolut still. So standen wir da, bis Powers schließlich am Tatort erschien. Tut mir leid. Entschuldigt, dass ich zu spät komme. Dann Stille. Totenstille. Stille. Stille.